Nein, anscheinend nicht. So, mein lieber Freund Egol oder Ergol oder wie auch immer. Ich habe den Banditen gekillt, aber ich habe nur eine alte Steintafel bekommen. Toll. Erol. Du hast den Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Na sicher kann ich das. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Aber dafür bekomme ich auch was von dir. Hilf mir, meinen guten Ruf zu retten und bring mir meine Steintafeln zurück. Dann kann ich dir zeigen, wie du deine Stärke im Kampf besser einsetzt. Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Das sind genug. Damit werde ich mein Versprechen bei dem Wassermagier der Stadt einlösen können und kann endlich wieder nach Hause. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ich gehe jetzt heim. Komm mit, wenn du willst. Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge verkaufen, die dich interessieren könnten, wenn wir da sind. Warte mal. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Gut, pass auf, es gibt einen einfachen Trick. Wenn du zuschlägst, holst du nicht die Kraft aus dem Arm, sondern aus deinem ganzen Körper. Dreh die Hüfte, zieh die Schulter nach vorne und gleichzeitig streckst du den Arm aus. Wenn du richtig triffst, wirst du den Unterschied merken. Zeig mir, wie ich... Wenn du noch mehr lernen willst... Ach du Scheiße. Okay. Das reicht. Das reicht. So, Wieso geht der da lang? Ist der blöd? Ich denke, will nach Corinnes. Ach, egal. Ich frage gar nicht erst. Wenn der jetzt hier über die Brücke der Banditen gehen will, dann lache ich mich aber schlapp. Dann sehe ich den in 15 Stunden in Corinnes. Naja, egal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Corinnes. Guck mal, wie das da weiter ist. Ja. Dann, ja. Lauf, schneller. Ich brauche dringend eine neue Waffe. So, wie viel Stärke habe ich jetzt? Ich habe 54 Stärke. Ich brauche auf jeden Fall noch mindestens ein mehr. Weil, ja. Weil. Oh je. So. Haben wir es bald geschafft. Und dann müssen wir immer noch mit Laris zum dritten Ornament. Oh je, das wird noch richtig spaßig. Aber hey, wir haben die schwere Milizrüstung, das heißt, wir haben sehr viel mehr Chancen. Ja. Yep. So. Pfeil interessiert mich gerade nicht. Hey, nicht so schnell! Ja, der labert uns jetzt an, dass er uns helfen kann gegen Geld. Das heißt, wenn ein Monster kommt, dass er mit einschreitet, aber ist Schwachsinn. Brauchen wir nicht, ist totaler Schwachsinn, wie gesagt. Ich bin Zuch. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Ja, benötige ich. Zeig mir deine Waren. Gerade jetzt habe ich neue Tränke bekommen. Mein Gastmeister Daron, der Feuermagier, hat sie mir aus dem Kloster mitgebracht. Witzbolde. So, meine lieben Leute, wir müssen jetzt irgendwie Gold zusammenkriegen. Rote Tränenpfeffer. Rote Apfeltabak. Okay, wir brauchen für den das Elixier der Stärke 800 Gold. Das heißt, ich werde jetzt mal eben zu Harad gehen, gucken, ob der neue Dinger hat. Wie heißt es? Schmiederohlinge. Und dann, ja, wird sich zeigen. Apropos.
so nichts sein konnte. Kann ich dir Kräuter verkaufen? Wenn du was anzubieten hast. Zeig mir deine Ware. Ich habe nämlich gerade eine Idee. Ich werde jetzt alle Laborwasserflaschen kaufen. Ja, ansonsten brauche ich erstmal nichts. Denn wir werden jetzt uns da... Wie viele Lernpunkte haben wir? 5. Ich hoffe, das geht. Oder geht das? Ich weiß es gar nicht. Ach, scheiße, egal. Harad. Da bist du ja. Ach, verdammt, ich muss doch erst... Ah, nee. Warte mal. Ach Gott, ich krieg grad zu viel. Brian. Hey, du. Ich will was haben. Was kann... Ich könnte... Scheiße, er hat keine Schmiederohlinge. Leck mich. Okay, Harad. Da bist du ja. Arbeitest du immer noch? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge... Na toll. Toll. Nein, zum Feuer will ich. Und zwar 1... 2... 300... Nee, 450... 600 Gold. Womit denn? Okay, ich krieg jetzt gleich 600 Gold. So, 1. Nein, mein Amboss. Geh weg. Geh weg. Kannst du nicht weggehen? Wer will meinen Amboss haben? Schweinerei. Da bist du ja wieder. Ich will meine... Gut. So. Und so, jetzt verpiss dich hier. Och Mann. Wie viel habe ich noch? Ich habe noch 2 glühende Stähle. Na toll. Ja, mach hinne. Alter. Danke. So. Nummer 1. Und Nummer 2. So, hey. Harad, hier hast du meine geschmiedeten Waffen, bla bla bla. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. 300 Gold erhalten. So, wie viel Gold habe ich jetzt? 6, scheiße, das reicht nicht. Verdammt! Verdammt. Die Wert? Wieso so viel Wert? Sie sind alle so viel Wert, aber ich glaube, wenn ich die dann wirklich verkaufe, dann sind die doch gar nichts mehr wert, oder? Ich könnte... Mal gucken, ob es stimmt. Ja, war klar. Egal, ein bisschen was sind sie wert. So, 1000 Gold, das heißt, ich kann den Stärketrank kann ich mir kaufen. Was ich jetzt natürlich sofort mache. Und Inos, in seiner Weisheit. Ja. Schneller. Aber bei wem kaufe ich mir... Was wollte ich mir gerade kaufen? Ah ja, den Stärketrank. Oh Gott. Ja, Kurzzeitgedächtnis. So. Was du gerade ein bisschen neben mir. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, den Stärketrank hätte ich sofort gern. Danke. So, trinken. Aber holla die Waldfee. Sofort. Stärke plus 3. Gut. Gut. Ja. Wie viel Stärke habe ich jetzt? Ich habe jetzt 3 Stärkepunkte zu wenig für diese Kackwaffe. Verdammt! Ich brauche noch so einen Kacktrank. Ach, leck mich. Mist. Das ist ärgerlich. Kronstöcke, Drachenwurz, okay. Dann muss ich lernen, wie ich das herstelle. Aber das brauche ich, glaube ich, massig Lernpunkte. Das bringt's mir nicht. Das bringt es mir nicht. Was mache ich jetzt? Ja, wir werden jetzt mal eben zu einem Typen vorbeischauen. Wie heißt der nochmal? Ignaz heißt der, glaube ich. Heißt der Ignaz?
werde es gleich wissen. Karl. Ach, apropos, da fällt mir was ganz Wichtiges ein. Da fällt mir was übelst Wichtiges ein, ja. Jetzt muss ich mal eben irgendwie hinter die Häuser hier kommen. Und zwar hat sich meine Freundin beschwert. Ja. So. Meine Freundin hat sich übelst beschwert. Ich werde gleich wissen, warum. Ja. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Oder ihr werdet es doch nicht erfahren, wenn ich hier mich nicht zurechtfinde. Das ist mal wieder typisch. Doch, ich glaube, hier müsste es sein. Ja. Und zwar,